Pickleboy Block 3! Fun Friday! Yay, festivals! Now, we're going to... We've got Full Force, Sagallen, Tesca and Deutsche Brand. Yes, we're going to preempt the ants here. Ready? 1, 2, 3. Barry! There you go. Right. Yes. Yeah, Frostival. Oh my god. Frostival. Where'd that come from? Full Force. Block 3, festivals, 2023, this year. Awesome. Woo! Hope you went, and if you did, you had a good time. Right, yes. Full Force, Sagallen, Tusker, and Deutsche Brand. That's what I just said. Where are they? No. Which part of Europe? Well, they're in. They normally say. Well, they'll do when we do the vlog. So they're at Full Force, Sagallen, Tusker, and Deutsche Brand, wherever they are. Deutsche Brand is German, I think. I don't think it's Deutsch. It's not D-E-D. Oh, yeah. It's not Deutsch. It's Deutsche Brand. No. You'll find out when we watch it. Bloody well knows. Yeah, so 13 minutes, 52, yep. So we're going to dive in. Right, Electrical Boy, 724,000 subscribers. Get them up. Many more than that, please. 3.6K for this thumbs up. Do you want me and Dad? 3.6K for this thumbs up. What are you doing today? 3.6K for this video. Oh, my God. And HD. Dive in, enjoy, and, yeah, play the tape. Enjoy. Wo sind wir denn heute? Guten Morgen. Hey, du bist doch mitgeflogen, weißt du doch. Ja. Helsinki. Ja, Leute, ich hab genauso wenig Bock auf euch, das, wie ihr auf mich. Schön hier. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind am Full Force. Ja? Wir sind schön im Osten Deutschlands. Oh, Eastern Germany, right. Und man muss halt wirklich sagen, das ist einfach ein irre geiles Gelände, ne? Das ist halt schon echt schön. Ich habe richtig Bock auf heute Abend. Das Einzige, was wieder nervt, ist, am 11 Uhr, wir spielen 12 Stunden. Weißt du? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Scratching your head looking for the perfect. Oh, Barry! I knew it. Looking for the perfect. Back in. Guten Morgen. Oh, guten Morgen. Hör mal, Björn. Ja. Deichbrand heute, ne? Ja. Sag mal, so zwischen Festival und Club, ne? Ja. Was ist da so für euch eigentlich so der große Unterschied? Gibt es da irgendwie einen oder ist das alles ist das schon fast? Nö, das ist eigentlich völlig egal. Ich hab gedacht, wäre eine gute Frage gewesen, aber. Ja. War anscheinend dumm, ne? Ja, für mich das erste Mal Deichbrand. Ja, erste Mal. Sehr, sehr bekanntes, sehr beliebtes Festival. Richtig Bock drauf. Das wird schön. Das wird richtig schön. Zwei kurze Getränke. Alles durch. Ja, Klosek, komm mal wieder. Bitte? Ne? Ne? Ja, ja, klar. Deichbrand. Ach, hey Kamera, hi. Deichbrand trifft sich ganz gut, weil ich mag platt, also ich mag den Deich und ich habe oft Brand. Das Nico! A good one. We had a sound check and it was a good one because it was a good one because it was a good one and now I drive to the hell with my bike. What's that, toy? Was sound check? War guter sound check? Ich muss jetzt zur nächsten Band. Ich habe Termine. Christian, Termine. Nico, ich weiß, wir müssen jetzt zur Bühne, aber halt jetzt den Mund und komm mit. Rein mit dir. Da, guck dir das an. Ist das geil? Bam. Ne? Nico,
du wunderst dich, warum meine Stimme aus dem Aufkommt, aber ist einfach geiler. Geh mal ein bisschen näher dran. Guck dir, ja, guck sie an. Ja, guck mal, guck mal. Hier, guck mal. Geil ist das hier, mach mal auf. Oh, geil. Oh, und jetzt langsam. Langsam. Oh, geil. Zack, auf. Regen, nass, alles nass. Hallo. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier. Oh, das war knapp. Die haben schon ein ganz aktuelles Foto. Siehst du das? Das hast du gemacht. Ja. Das ist geil, ne? Genau. Meine Autogrammstunde, wie war's? Film mal einen Witz. Ein Witz? Ach du Scheiße. Was ist weiß und versteckt sich im Wald? Weiß ich nicht. Das ist auch falsch. Das heißt, was ist weiß und versteckt sich hinter einem Baum? So war das. Eine schüchterne Milch. Ob jetzt im Wald oder hinterm Baum, das ist ja eigentlich auch scheißegal. Hallo. Ever wonder why so many... Oh, it's so no, not really. Barry! Barry! Oh my God. Oh, Baloo! So I wonder what... Yeah, I wonder if it was mud or maybe the rain. Whether in the forest or behind the tree, it doesn't matter. Eigentlich auch scheißegal. Baloo! Oh. Mal gucken, was hier bei den Jungs gerade abgeht. Was genau? Was genau feierst du hier? Ich verbringe meine Freizeit auf Festivals. Sinnvoll. Du zockst Hand? Zocke Hand, schau. Im Backstage? Im Backstage. Ey, mach mal ohne Kopfhörer. Ich weiß, es ist scheiße, aber ich würde gerne mal hören. Gehört? Ja. Oh, ist rot. Okay, also hier kommt einer. So, wir haben hier eine 1 gegen 1 Situation. Ohne Headset mit, mal kurz. Ja, aber wir wollen ja auch was hören. Oh, da ist er. Oh. Ja, aber war knapp, ne? Das darfst du nicht zeigen. Mit Kopfhörern hätte ich den umgebracht. Ja, natürlich hättest du den mit Kopfhörer gekriegt. Christian. Ne? Ja. Du stellst mich jetzt. Du willst ja, mich jetzt. Ja, natürlich hättest du den mit Kopfhörer gekriegt. Pass auf, ich kill jetzt einen für dich und du nimmst das mit auf, okay? Okay. Unbekannten. Christian, ja? Ich sag dir eine Sache, ne? Wenn du meinen Hund jetzt nicht brauchst, um hier Klicks abzustauben, ne? Genau so läuft das. Nee, nee. Balu hat eine Instagram-Page. Der große Balubini, er ist nämlich auch Zauberer nebenbei. Hier, guck mal, wie süß er ist. Süß, süßer schläft er. Da ist er im Schnee, Balu im Schnee. Siehst du, Balu im Wasser. Da gibt's, Balu ist Papuccino. Papuccino. Das ist der schönste Papa. Ja, da gibt's. Oh, da wurde gemalt auch, guck mal hier. Also Balu chillt sein Leben quasi, ja? Da ist auf jeden Fall, ja, da ist auf jeden Fall, guck mal hier, da schläft er mit einem Auge, zu süß. Also wenn ihr Hunde-Content wollt, ne? Ich mach jetzt einfach mal so Schleichwerbung. Rein da. Wenn der nach dem Block 1000... Ja, bitte. Was passiert da mit 1000?
Oh, dann gibt es eine Überraschung auf der Instagram-Page von Balu. Dann bereitet eine Überraschung vor. Weißt du, was bei OnlyDogs ganz wichtig ist? Da sind keine Pussys erlaubt. sondern nur Wiener. Weißt du, wegen dem Dackel. Weißt du, was ich meine? Ja, wegen dem Dackel. Zum Pimmel, ne? Ja, ja. Hier Pimmel wegen Sex auch. Kevin! Komm mal hin. Was ist hier los? Wir kommen irgendwie nicht mehr rein. Was? Alter, den habt ihr doch extra hingelegt. Was ist hier? Ey, du bist auch einer von den Lemmingen, die sofort über Bord gehen, Alter. Da können wir doch easy drum herum gehen. Außerdem stand der hier gerade. Den habt ihr extra da drapiert, damit ihr eine bessere Storytelling habt hier. Ihr Lutscher. Ihr seid nicht besser, ihr seid nicht besser als diese doofen Influencer da draußen. Guck mal, alles ganz neu. Abö. Abö, Söckchen haben wir auch am Start. Darf ich die direkt anziehen? Die kannst du auch direkt anziehen. Okay. Mach mal auf und trink, ich möchte wissen, wie es schmeckt. Die tut eine braune Flasche. Ist verdammt lecker. Also, ist wirklich verdammt lecker. Ja. Weil die offiziell approved ist, kommt das jetzt auf unser Gitarrencase. Passt das überhaupt auf den Gitarrencase? Das ist cool. Ja. Ja, ne? Machen wir drauf. Was ich euch da auch noch erzählen muss. Der Christian hat heute ein Kompliment bekommen. Von einem Menschen. Dem Christian ist es jetzt sehr unangenehm. Der hat aber ein Kompliment bekommen. Der ist ganz rot geworden für seine Vlogs. Deswegen immer schön fleißig die Vlogs gucken. Und wenn ihr den Christian seht, schön grüßen. Auch mich. Ciao, ciao. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Soll ich da mal kurz sagen, was wir heute den ganzen Tag gemacht haben? Nix! Ich hab gegessen. Geschissen? 15 Stunden lang. Verschickt, ne? Auch wenn die Frisur bei dem Wetter direkt wieder ein Arsch ist. Die Frage an euch Leute, die da denn wohnen hier auch. Ich habe ja jetzt eine Woche Urlaub gemacht. Ist das Wetter immer so scheiße? Ich war jetzt eine Woche hier, Christian, ne? Ja. Wir haben uns ja jetzt Gott sei Dank zwei, drei Wochen nicht gesehen. Das war unglaublich schön, ne? Tat gut, ja. Tat so gut, ey. Einfach auch mal Leute, die so... Also ich habe nicht die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, als wenn Schlangen um mich herum wären. Weißt du, was ich meine? So, Dann würde ich sagen, legen wir gleich los, ne? Ja, legen wir gleich los. Bist du bereit? Si. Bist du gut vorbereitet? Ja. Ching, ching, Prost. Que pasa, amigo. Wir sehen uns. Sag mal, was du da immer trommelst, ne? Ja. Hat das eine Struktur oder trommelst du einfach drauf rum? Nee, oder gibt es da bestimmte Rhythmen, die du übst? Ja, das ist, weißt du, was das ist? Das ist wie du manchmal filmst. Ich trommel so, dass es immer was anderes ist. So wie du auch immer anderen Content machst. Want you in my life? Nicht nur live, ne? Cause every time we clutch, my glass is filled. Erste Mal live. Wo man mal ganz ehrlich ist, auch erste Mal, dass wir ihn als Band zusammen spielen. Was willst du, Kurva? Polnisch. Ich weiß nicht, was du willst, aber Leute, es hat Spaß gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das allererste Mal, glaube ich, in English? Deutschland. The first time we headlined a festival in Deutschland. And Polnisch? Kurva, fein, ne, Kurva, gemacht haben, Spaß, ne, Kurva.
And there was a lot of fun. I swear, there was so much fun. Polnisch. Kurwa, fajnie, kurwa, było tam, nie, wódkę masz albo nie, kurwa. There was a lot of fun, really. And we had das war eine super Show with Full Force, vielen Dank. Und nochmal Englisch. Have a lot of fun on the festival, it's a great festival. Enjoy it. Pascal is coming from the shower, I go for a shower now. Bye bye. Polnisch. Kurwa, fein! Ja, das war einfach geil. War einfach mega Spaß gemacht. Das war so richtig, als hättest du fünf Kinder mit drei Förmchen in so einen Sandkasten losgelassen. Ja, ja, ja. So. Und wir hatten halt alle mega Spaß. Haben uns aber auch gegenseitig stellenweise so ein bisschen die Förmchen geklaut. Da war aber nicht, dass du böse wurdest. Weißt du, was ich meine? Du hast den gepusht, du hast gesagt, ja, nein, Bauiburg! But I have to thank you for the memories we shared. Oh baby, we saved the moments. Barry! Barry! That was awesome! Yeah, great fun. And he didn't say cover, apart from the Polish bit. All they mentioned was from what I could gather, they mentioned Full Force and they mentioned Deichbrand. Yeah, but they didn't Tusker or Sengalen. They showed it in the beginning, but I don't think they spent any... I think they ran out of time. No, yeah. That was brilliant. That was really funny. That one. That really was. I mean, they're all funny, but that was really funny. Yeah, it was. Brilliant. They're all on fire, aren't they? Yeah, and wow, that song is always banging, so I love hearing it over and over. Don't get bored. Yeah, I love that when they play excerpts of techno, the album. Yeah, near the end. And you're thinking, this is really good. I forget how good this is. And I was playing it. I'm going to play it some more now. Yeah, definitely. So I don't think anything hits so hard in, are they metalcore? Yes, they are. Yeah, I don't think that before. Well, metalcore, metal, yeah. Yes. So, brilliant. German love metalcore, them. Techno-y. Love them. We are planning to go further back into the back catalogue. Yes. Soon, when we've done with the vlogs. We'll, yeah, definitely. Because there's Electric Callboy. Eskimo Callboy we've not heard. I know. Now, I know that's surprising with Dashi and Dad, who know absolutely every song and every band in the world ever. Not. So, yeah, just bear with us on that one. Don't forget to ring, ring, check out the playlist, Electric Callboy. Woo! What are you going to think about that? Fun Friday! Yeah! Vlog 4. I think there's another one. We hope there's another one. There is. Don't worry. There is. Next Friday. I'll see you soon. Have a great weekend, everyone. Christmas is soon. Woo! Can't wait. Like, comment and subscribe. See you soon. Bye. Electric Callboy, Vlog 3! You said 4. Anyway, long.